Hallo liebe Freunde, willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich habe heute gleich mal das bombastische Wetter ausgenutzt und bin mal auf dem Weg nach Weida, einem Nachbarort von uns. Und zwar befindet sich dann auch hier der Unterhändler Motorrad Schuh oder Schumann, genannt Schuh. Ich war immer mit ihm quasi im Kontakt geblieben, weil ich komme gerade eine Meldung. Auf Dauerparken verabschiedet sich das Auto. Weil ich habe mir damals hier, beziehungsweise noch nicht an dem Standort, sondern Standort in Kreiz, eine Honda Fireblade 900 R. Und ja, nach der Honda Fireblade 900 RR bin ich dann auch komplett, sage ich mal, zu BMW gewechselt. Der Grund war damals, sage ich mal, ich bin mit der 900er RR runtergefahren zum Gardasee und das waren knapp 1000 Kilometer, 900 Kilometer, und hat mir damals wirklich alles wehgetan. Und habe mir danach eine BMW R1150 GS als zweiten Motorrad angeholt gehabt, mit Tourenpaket und mit den ganzen anderen Schneeschnaf und Schnullebums, ja. Und bin danach eine Zeit lang halt hier dann quasi mit der Honda Fireblade 900 RR rumgeheizt. Ja, was man halt so in den jungen Jahren quasi so macht, ne. Wie gesagt, jetzt mal eingeladen bzw. angerufen, dass ich mir die neue Honda Africa Twin 2022er Baujahr mal anschauen kann, und dem Wunsch werden wir mal treu, beziehungsweise gehen wir mal nach und trinken mal einen Kaffee, mal sehen, ob er selber noch drin ist. Mal schauen. So, jetzt bin ich mal im Innern. So, und hier ist dann jetzt das 2022er Modell, aber halt leider nur momentan in Schwarz. Zwei Maschinen komplett in Schwarz da stehen. Weil mir gefällt dann nachher die Trikolore in dem Sinne ein bisschen besser. Und der Chef selber ist halt leider auch nicht da. Das sind auch die neuen Modelle, aber halt die Adventure Sport. Ich schaffe, dass die runden Scheinwerfer halt leider nicht mehr haben. Das ist das, was mir halt immer so quasi gefallen hat. Und hier ist dann auch nochmal das neue Modell. Genau, das ist er. Aber halt wie gesagt, den Trikolore gefällt es mir halt besser. Hier ist dann die Vorführmaschine. Na gut, schade. Jetzt gucke ich nochmal fix beim Ducati-Händler hier im Ort vorbei. Ist zum Glück gleich nur ein paar Meter entfernt. Ja, das Wetter passt da heute prima. Ideales Cabrio-Feeling und Cabrio-Wetter. Thank you.
So, na gut, schauen wir mal weiter. Gucken wir mal bei Ducati rein. Mal sehen, was die so sagen. So, jetzt bin ich quasi nur um die Ecke gefahren. Der Ducati-Händler befindet sich hier im selben Ort. Glück gehabt, noch einen Parkplatz gefunden zu haben. Und hier ist ja, also man hat mir danach hier so ein Heft in der Hand gedrückt und ein Modell bekommt der Händler und das Modell ist danach quasi schon verkauft und er weiß auch nicht, wann und ob er dieses Jahr danach noch was bekommt. Muss man halt mal schauen. Ja, hier ist der Nahrad. Das Modell Multistrata. Mal sehen, ob ich übrigens noch ein bisschen Merchandising mitnehme. Was der so da hat. Westen sind gerade neu reingekommen, hat er gesagt. 100 Euro das Stück. Kann schon mal einen anprobieren. Ich meine auch eine Weste an. Mit Tesla T-Shirt. Hoodie. Weil ich nicht gerade Tesla-Fan bin. Ich bin ja eher der Freund von den Verbrennern, aber ich einen Haufen Tesla-Aktien noch nebenbei laufen habe. Deswegen. Naja gut, wenn ich mit dem Händler noch ein bisschen Fachsinn bin. Vielleicht nehme ich danach doch mal noch so eine Weste mit. Anzüge und so ein Zeug. Oder das kommt da danach alles später. Ja. Null. Na gut, dann mach ich mal los mit meinem Zeug. Und dann. Es ist halt im Moment wirklich so, dass wir die Motorräder für nächstes Jahr dann bestellen. Hm. Viele sagen, na, wenn die im Sommer kommen, dann brauche ich sie nicht mehr. Da warte ich dann lieber. Okay, na gut, mein Guter. Dann Dankeschön, gell? Modell wird sich nichts ändern. Ja, dann schönen Tag dir noch, gell? Danke, ciao. Ciao. So, ein bisschen Zeug noch mitgenommen, Schlüsselanhänger, Aufkleber, dann noch so eine Weste. Aufkleber könnt ihr ja gut dann hinten, gut, hier ist mal die Wurzel-Logo drauf, könnt ihr danach gut hier daneben platzieren. Beispielsweise. Und dann hier in der Nase die Weste. Die letzte noch passend in meiner Größe. So, gut, geht's wieder Richtung Gera und natürlich wieder offen bei dem schönen Wetter. Dann macht's gut, bis zu einem meiner nächsten Videos. Tschüss!